Hallöchen, ihr Lieben. So, ja, da sei mal wieder. Ich habe hier eine Eule und ich habe die schon begonnen. Und ja, ich hatte die gestern schon auf Video gemacht und irgendwie ist das nicht gut gewesen. Also muss ich nochmal neu machen. Ich hoffe, ihr seht das. Es blendet hier immer so bei mir hier in der Ecke hier, wo ich filme. Und nehme ich euch ein Stückchen mit zum Binden. Die möchte ich ja gerne verschenken. Und eine gute Freundin. Ich hoffe, ihr wird es gefallen. Ja. Dann nehme ich euch mal ein Stück mit und ich muss jetzt noch mal richtig das Video dass man sieht, was man macht. Okay, das Stückchen werde ich mit euch machen, den Rest mache ich. Weil ich sehe gerade, oh je, das ist ja voll. Da habe ich bestimmt vieles rausgeschmissen, gelöscht und aber mein Papierkorb habe ich nicht leer gemacht. Ja, das soll man natürlich auch mit tun. Jetzt bin ich erstmal suchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Oh, sorry. Ja, Jesus, Marianne, so echtes Schlafwetter. Ich werde doch ein Stückchen runtergehen. Das wird gut zu nah ran sein. Kann ich ja gar nicht so lange, allzu lange ein Video machen. Ja, man soll auch mal den Papierkorb leer machen. So, heute ist auch wieder aufgestanden mit Regen, das war auch schon die ganze Nacht dann Regen, 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 jetzt kommt ein bisschen die Sonne raus, man kann auch gar nicht groß mal raus irgendwie, noch nicht mal im Garten sitzen bei dem Regen. Und das letzte Mal, wo es so schön war, da konnte ich auch nicht draußen sitzen, weil so ein Krach war bei den Nachbarn. Ach, und die sind ewig immer mit und bauen, bauen. Ja. So. Das ist eine Eule. So, das kann man sehen, ne? Und die sieht so süß aus, mit den coolen Augen. Eine bunte Eule. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt original auch so gibt in den Farben. Aber naja. Das ist, was soll ich sagen? Ups, beinahe. Ist ja schon Paintingstoff hier. Und natürlich mit Vordruck. Oh, jetzt krieg ich schon Kribbelhusten, sorry. Ich muss mal kurz Pause machen. So, bin wieder da. Oh, jetzt geht ja schon wieder los mit den Husten. Ja, das ist sehr guter Paintingstoff. Oder Canvas. Oder Leine, Lein, wie man das sagt. Und mit Vordruck, das sieht echt super aus. Ja, da weiß ich auch noch gar nicht, was man dann für Rahmen nehmen kann. Ich weiß nicht, was sie überhaupt für Rahmen hängen hat. Ui, ich kriege irgendwie Müdigkeit. Ich weiß auch nicht, das ist das Wetter.
Ich habe vorhin mal kurz auf der Couch gelegen. Und da wird man sowieso müde. So. Mal sehen, wie lange ich hier ein Video machen kann. Naja, was Neues gibt's jetzt nicht. Gestern war Kaffee. Die Schwägerin mit Mann. So. Und ja, da hat gestern ja nun das Secret de Jolong begonnen. Viel habe ich nicht gemacht. Bin nicht so groß dazu gekommen. Und ja, mal sehen. Ich werde jetzt erst einmal das hier fertig binden und dann etwas sticken. Man muss sehr viel stecken, was an der 1832 oder so ungefähr. Genau kann ich jetzt nicht sagen aus dem Kopf, aber auf jeden Fall 1800. Und keine Rückstiche zum Glück, keine Blumen, aber nur blau, 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 blau. Und grün und ein kleines bisschen braun, auch sehr viel wieder mit blau. Na? So. Ja, und was haben wir dann noch? Ach ja, ich habe ein Video gemacht. Wann war denn das? Ui. Weiß jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf. Da muss ich noch ein Anschlussvideo dazu machen. Ich hatte das so schnell ausgemacht. Und wollte dann noch was zeigen. Naja. Das werde ich das extra machen. Ich hatte ja ein paar schöne Cross-Stitch-Bilder gefunden. Echt nicht mehr daran gedacht, dass ich die habe. Die waren ja irgendwie, alles ist zerstreut. Und ich bin noch beim Aufräumen, Stück für Stück. Da habe ich was gefunden. Da habe ich auch eine Ente. Die Vicky und Stickliesel, die sticken das ja. Und beim Aufräumen habe ich gesehen, ui, du hast da auch eine. Wüsste ich gar nicht mehr. Ja, die gefiel mir. Da muss ich die auch schon eine ganze Weile da haben. Ich weiß gar nicht, denken wir das von AliExpress oder so gekauft habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß vieles nicht mehr, wo ich was gekauft habe. Also AliExpress ganz wenig. Ab und zu mal bei Temu, die haben ja auch jetzt neuerdings was. Da kann man auch schön bestellen. Ja, so, da drehen wir das jetzt hier um, oder nicht so rum. Ich hoffe, ihr habt das gesehen, was ich peinte. So.
Ja. Es gibt's auch gar nicht so viel bei mir, wenn man so alleine hier ist. Ja, ich war ja Donnerstag im Krankenhaus zur Untersuchung, besser gesagt. Ja, untersuchen kann man auch so ein Foto machen von meinen Knie und meinen Füßen. Und ich habe doch eine Spritze bekommen in mein Knie und das war auch nicht gerade lecker. Ah, nee, das war so peinlich. Schmerzen, schmerzhaft wollte ich sagen, sorry, schmerzhaft. Und naja, also ich merke noch keine Verbesserung. Hat nicht geholfen. Heute war Samstag. 3 Wochen soll ich zurückkommen. Naja, in dem Krankenhaus, da sind wir nicht so zufrieden. Also, da gehe ich lieber doch nach Mill, wo ich da immer zur Behandlung bin, ist vielleicht doch besser. Und die kennen mich. Und die machen nicht so Mist wie der Doktor, der Orthopäd. Das war ja echt. Da gibt er mir eine Spritze ins Knie, macht mir ein Pflaster drauf. Ich habe das erst gar nicht so gesehen oder mich Obacht gegeben. Ich ziehe meine Jeanshose an und auf einmal sehe ich einen roten Fleck. Ha! Ein Blutfleck. Da habe ich schon gesagt, ja, jetzt habe ich Blut an der Hose. Ja, wie kann das? Ja, wie kann das? Was hat er gemacht? Es Pflaster über den Stich. Und da, wo er reingestochen hat mit der Spritze, da hat er das Pflaster nicht drauf gemacht, da hat er das drüber gemacht, geklebt. Ja, wie kann man dann nur so? Ich verstehe echt nichts. Aber weißt du, wo er reingestochen hat? Nee. Und dann musste ich mit der Blutfleck rumlaufen. Nach Haus. Na gut. Viel rumgelaufen. Bin ich ja nicht, wir sind ja dann gleich nach Hause mit dem Auto nach Hause gefahren. Aber dort im Krankenhaus muss man ja auch erst noch mal zum Auto laufen, ne? Gut, dass ich keine helle Hose hatte. Und eine weiße Hose, da hätte das echt aufgefallen. Naja. Aber schön ist es nicht. So ein Mist habe ich noch nie erlebt, echt mal. Ja. So. Ja, dann was gibt's noch heute? Nix. Ich habe mir an und für sich so viel vorgenommen. Aber ich weiß nicht. Ich habe ja noch ein Video gemacht mit meinem Kaffeesampler. Ich werde noch was zu den Stitch Mania noch einen Neuanfang machen. Na, komm her. Was weiß ich jetzt noch nicht? Ich habe so vieles. Das Einzige, was ich suche, ich habe ein Winterbild mit Perlen angefangen. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Jetzt muss ich nochmal alles durchsuchen, weil ich habe das alles in so kleine Mappen reingetan und beschriftet.
Komischerweise habe ich das nicht gefunden. Ich glaube, Herbst habe ich. Ich hatte 4 Jahreszeiten gehabt. Den Herbst, Frühling, Winter, Sommer. Und ich habe ja den Herbst, oder was war, also Winter, nein, Sommer habe ich begonnen, das weiß ich. Und glaube, den Winter oder war der Herbst, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Das waren Bilder von Nadja. Ja, und dann, ich denke, da habe ich auch noch jede Menge und große sogar noch. Also ich bin erstmal eingedeckt. Ich kaufe jetzt nichts mehr weiter mit Perlen, falls mich doch irgendwie ja, mal was Schönes entgegenkommt. Ja, mal sehen. Der Monat ist ja auch dann bald vorbei. Ja. Ein Update machen. Ich habe jetzt seit 2 Monaten keine gemacht, weil ich nichts groß viel gemacht habe. Und ja, Finish war, na, einige Finish waren dabei. Und ich glaube, ich werde das dann alles in diesem Monat. Das machen. Zeigen. Nur so Sachen zeigen. So. Okay. Da kann ich hier noch die Nummer 6 machen. Ich muss sagen, das ist ganz schön kalt geworden. Also wir haben jetzt hier im Haus, das sieht aus wie eine 8 hier, 20 Grad. Ist nicht gerade viel. Das hat sich so schnell abgekühlt. Es fehlt die Sonne. Nee, Heizung machen wir jetzt gar nicht an. Nee, da sitze ich lieber mit einer Jacke. Wenn man jetzt hier zu tun hat, ein bisschen Bewegung hat und was macht, da geht's ja. Aber wenn man dann ruhig sitzt oder auf der Couch liegt, dann wird's doch frisch. Ja, im Winter daher haben wir es immer so ein bisschen kalt. Da kommt die Kälte so, die Mühlen kalt sind. Und im Sommer, da ist es so warm. Da sind die Mühlen, habe ich gesagt, na, die Wände, sorry. Die Wände vom Haus. So warm. Und im Winter sind sie eiskalt. So. Ach, hier habe ich dann noch ein paar. Hier. Die 6er möchte ich ja noch fertig machen. Na, guck mal. Da war jetzt nichts dran am Stift. So. Mal umdrehen. Ich hoffe, ich war die ganze Zeit in der Kamera. Dann muss ich das ja nochmal machen. Na, das war nicht. So, mal schütteln. So. Ich habe doch erst Wachs, frischen Wachs drin. Ich habe hier auch Duftwachs. Ich weiß nicht, wo ich den habe. Na, ich will nicht. Guck mal. Sind die Steine etwas zu groß?
Genau. Es will echt nicht. Das hat heute keine Lust. So. Okay, mal gucken, ob ich jetzt alle Sechser gemacht habe. Ich mache bloß die Vierer und A. A ist weiß. Ich denke, das stimmt alles ab, ja. Die Vierer und die A's. A. Alle. Das sind die Vierer. Hoffentlich. Ich vermute, dass ich da nicht ganz im Video drin war. Ich muss das näher ran. Ich kann nicht so vom Weiten. Dann haben wir das dann auch geschafft. Mal sehen, wie weit ich komme. Mit dem Video. Der zeigt nämlich hier an, wie viel man noch frei hat. Da muss ich ja mein Papierkorb leer machen. Ich glaube, dann mache ich erst einmal Pause, dann mache ich alleine weiter und wenn ich am Ende bin, komme ich zurück. So, hallo, ich bin wieder da. Ich werde jetzt hier den Rest, hier, den ich hier noch habe, mit euch machen. Und wenn ich so. So nah an den Handy. So. Ups. Ja, dann machen wir das jetzt noch mit euch fertig. Ach, die Sonne ist jetzt weg. Jetzt wird es dunkel. So. Okay. Ja, mal sehen, da muss ich erst einmal nachdenken, was ich noch anstecken werde, obwohl wir haben jetzt halt genug. Ach ja, die Mirabella wollte ich ja noch machen. Genau. Jetzt fällt mir es ein. Die hätte ich ja beinahe vergessen. Die wollte ich ja auch mit hier reinnehmen in die Stitch-Minja. Ja. Muss ich ja auch mal weitermachen. Kleine Stiche habe ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Stiche ich da begonnen habe. 5 oder 10. Mehr ist es nicht. Ganz wenig. 32er Stoff. Das ist gar nicht so einfach. Den habe ich eingespannt.
So, das habe ich nun fertig. Die Urle ist fertig. So, jetzt muss ich noch einmal nachgucken, ob ich alles genau habe, aber ich denke ja. Nichts vergessen habe. Ich nehme euch noch einmal hoch. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Mit die Eule. Kannst du auch sehen, hinlegen. Ja. Das sieht echt super schön aus. Mir gefällt es. Ja, das war's erst einmal für heute. Wir haben heute ja den Samstag und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Engelchen Gabriel. Tschüss.